Le Freunde, willkommen zu einem weiteren The Legend of Zelda Breath of the Wild Video. Heute gehen wir der Frage nach, ja, wie man am einfachsten und am effizientesten diese gottverdammten Wächter besiegen kann. Ja, wir werden heute, das kann ich Ihnen versichern, sowohl einen sich bewegenden Wächter, einen laufenden Wächter, einen portablen Wächter, wenn Sie so wollen, dahin klatschen, als auch einen stationären. Und der stationäre Wächter, falls Sie sich gerade fragen, befindet sich da hinten. Da hinten. Sehen Sie? Im Graben. Ja? Und er denkt sich gerade einfach nur so, oh, ich hasse diesen Link. Oh, immer muss er so weit von mir weg sein. So kann ich ihn ja gar nicht mit meinem Laser treffen. Keine Sorge, Gerlinde. Ja? Ich treffe dich heute noch mit meiner Lanze. In deinen Nacken, du Sau. Ja? Also hol schon mal dein bestes Motoröl raus, creme dein Loch ein, schmier dein Loch ein, gleich geht's zur Sache. Wir fangen aber erstmal mit dem portablen Wächter an und es gibt auch hier mehrere Lösungswege, die alle richtig sind, aber ich zeige euch heute den kürzesten Lösungsweg, den besten Lösungsweg und den effizientesten, wie gesagt. Ne? Ich will mich nicht wiederholen. So, Punkt 1 auf dieser Effizienzliste. Ihr braucht ein Pferd. Zähmt euch eins, wenn ihr noch keins habt. So schwer ist es auch nicht. Es ist relativ leicht, ein Pferd zu zähmen. Einfach an ein Pferd anschleichen. Ich muss Ihnen das ja nicht erklären. So. Dann reitet ihr mit eurem Pferd auf diesen Wächter zu. Ihr braucht Pfeil und Bogen. Das ist ganz wichtig. Ihr braucht Pfeil und Bogen, weil so könnt ihr den Erstschlag machen, bevor er euch mit eurem Laser treffen kann. So. Drauf losreiten. Drauf losreiten und warten, dass er euch ins Visier nimmt. Er hat nicht ins Visier genommen. Jetzt springt ihr mit X ab. Holt euren Bogen raus und schießt ihm ins Auge. So, dann geht ihr auf ihn zu und schlagt ihn so oft ihr könnt. Ja, mit den besten Waffen, die ihr habt. Passen Sie auf, hören Sie zu. So, am besten lädt ihr auch den Schlag auf, weil so könnt ihr ihn quasi auch vom Boden stoßen. Gönnt euch das. Seht ihr das? Wie krass ihr ihn vom Boden stoßen könnt. Und wir machen dabei auch sogar einige seine Beine kaputt. So, jetzt ist der Moment, wo ihr Schild rausholen müsst mit dem Laser. Und pariert das Ganze dann. So, jetzt habt ihr gerade sehr viel Input gesehen. Wie macht man das am besten? Ihr seht, ich habe ihn angegriffen. Mit meiner Bockblinkkeule. Die ist jetzt gleich kaputt, aber das ist egal. Ich mache das nur zu Demonstrationszwecken. Ich werde den Spielstand danach sowieso neu laden, weil ich bin hier gerade am Punkt gewesen, wo ich den Turm aktiviert habe. Und da waren irgendwie drei Wächter. Und ich musste beide erstmal ausschalten und ich hatte den Standpunkt vertreten, Wächter sind so kacke schwer, die kommen so früh im Spiel vor. Und ich denke, ich bin doch nicht der Einzige, der sich das gedacht hat. Aber dann habe ich mir, ich habe mich abends ins Bett gelegt und habe mir einfach mal das Verhaltensmuster von diesem Wächter angeschaut. Und der ist so easy eigentlich. Ihr reitet mit dem Pferd drauf los, schießt ihm ins Auge. So, dann ist er kurz paralysiert. Ihr schlagt drauf, holt mit eurer besten Klinge, mit eurem besten Waffenobjekt aus, schlagt ihn vom Boden, macht sogar eins seiner Beine kaputt, wie man sehen kann. Das rechte an seinem Körper ist ein abgetrenntes Bein. Ich habe geschafft, es zu zerstören. Und so kann er sich schlechter bewegen. Aber die beste Methode ist und die effizienteste ist das Schild. So, passt auf. Ihr holt euer Schild raus. Wartet darauf, bis der Strahl weiß wird. Pariert das Ganze dann. Und dann wäre es das. Ihr müsst mehrmals mit eurem Schild parieren. Ihr haltet das Schild. Und dann, wenn der Strahl weiß wird und dieses Pfff kommt, dann müsst ihr A drücken und parieren. Für alle, die noch nicht gelernt haben, wie man mit dem Schild parieren kann. Schild halten mit der ZR-Taste oder mit der ZL-Taste und A drücken zum Parieren. So schlagt ihr quasi den Strahl auf ihn zurück. Ihr lenkt den Strahl zu ihm zurück. Und das macht den meisten Schaden. Nicht das mit dem Pfeil in den Kopf oder ins Auge reinhämmern. Nein, das Beste ist, wenn ihr mit dem Erstschlag mit dem Pfeil macht, sodass er sich erstmal neu regenerieren muss. Erstmal guckt, okay, was geht hier gerade eigentlich ab nun eigentlich nun? Sich umguckt, dann könnt ihr quasi zum Erstschlag setzen. Holt eure beste Waffe raus, ladet die auf. Ich kann kein Deutsch. Ihr ladet sie auf und, schießt in sein Auge. Wenn das gemacht ist,
Und es gibt verdammt viel Loot hier. Wenn das gemacht ist, dann, sollte er eigentlich, auf den Boden kippen. Ein Fuß von ihm sollte kaputt gehen. Und das macht ihn quasi zu einer etwas stationäreren Variante des Wächters. Obwohl er noch portabel ist. Na, aber je mehr Beine ihm kaputt macht, desto besser. So. Ich habe euch gerade zwei Lösungsmöglichkeiten auf einmal gezeigt. Erstmal das Draufhauen. Und das mit dem Pfeil ins Auge auf Repeat. Das ist eine zweite Möglichkeit. Vielleicht zeige ich euch gleich mal anhand dieser Erklärung einen zweiten Kampf gegen den portablen Wächter. Es ging alles etwas schnell, aber ich sage euch, am besten seid ihr, wenn ihr das Schild benutzt. Wie man gerade eben gesehen hat, ne? So seid ihr am besten dran. Ansonsten einfach, wenn ihr euch ins Visier nimmt mit dem Laser und wenn ihr keinen Schild habt, einfach mit Pfeil und Bogen auf sein Auge zielen, dann ist er wieder paralysiert, ihr schlagt drauf, werft ihn zu Boden, er visiert euch dann wahrscheinlich wieder an, Pfeil ins Auge, repeat. Bis er tot ist. So, und beim stationären Wächter, ja, ich hoffe, du bist eingecremt, du Sau, da ist das Ganze ähnlich. Ihr reitet auch wieder drauf los, springt ab und, ja, schießt eben mit dem Pfeil ins Auge. So, dann macht ihr es so, dass ihr... Gut, wenn ich eine Waffe hätte, würde ich es euch am besten zeigen können. Dass ihr den macht. Jetzt fragt er sich, ja, was geht hier ab? Versteckt euch am besten hinter ihm und dann läuft das. Und dann guckt mal, wie viel Schaden wir ihn schon gemacht haben. Er hat die Hälfte der Anzeige schon weg. So, und jetzt, wenn er euch wieder ins Visier nehmen sollte. Giselgert, komm mal her. Ihr braucht vor dem Teil echt keine Angst zu haben. Es ist wirklich nicht schlimm. Zack, paralysiert. Jetzt braucht er erstmal wieder ein paar Sekunden, um sich zu regenerieren. Denn derzeit könnt ihr einfach so krass draufschlagen. Deswegen nehmt eure beste Waffe mit, um ihn zu klatschen. So, ich nehme auch ein paar Moblin-Knochen, weil die auch ganz okay sind. Ah, und er ist tot. Es ist eigentlich so einfach. Sie sind nicht schwer. Ich habe mich im Let's Play so übertrieben aufgeregt. Ja, die kommen zu früh vor. Aber glaubt mir, die sind so easy eigentlich. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Speicherstand zurück. Lade das nochmal neu. Und dann gucken wir uns die zweite Möglichkeit an. Ihn quasi, mit Waffen anzugreifen und mit Pfeil und Bogen. Es ist aber auch die etwas riskantere, weil er sich ja noch bewegt, während ihr ihn mit Pfeil und Bogen anvisiert. Er bewegt sich ja noch. Das macht es etwas schwerer. Das ist etwas schwieriger zu knacken. Aber du kannst ihn auch so besiegen. Das geht auch. Nur am besten ist es halt wirklich mit dem Schild, weil wenn ihr den Laserstrahl pariert und auf ihn zurücklenkt, habt ihr einfach die besten Möglichkeiten. Und ich bin einfach so krass gewappnet für diese Scheißviecher. Wenn mir einer von denen entgegenkommen sollte, werde ich nicht wegreiten. Ich werde drauf losreiten, werde ihn besiegen und werde mir sagen, Alter, was seid ihr für billige Gestalten? Ne? Jeder, der vor diesen Dingern Angst gehabt hat, ich verstehe das. Ich hatte auch Angst. Ja, ich hatte Respekt vor den Viechern. Habe ich jetzt immer noch ein bisschen, weil die machen echt schon so viel Schaden, dass sie euch one-shotten können mit dem Laserstrahl. Aber ansonsten, ihr steigt einfach ab, habt ihr diese Zeitlupenfunktion und zack. So, und dann schlagt ihr einfach immer und immer wieder drauf. Bis er zu Boden fällt. Zack. Und dann seht ihr auch schon, wie einer seiner Beine kaputt ist. Sobald der einmal vom Boden fliegt, ist auch einer seiner Beine kaputt. Also es ist halt so cool. Und ich weiß jetzt nicht, was dieses... okay, jetzt müsst ihr das hier machen mit dem Pfeil. Ist aber, wie gesagt, ist etwas schwerer. Es ist halt etwas schwerer, weil... Ey, warum knallst du mehrmals, du Arschloch? Ist unfair. So. Habe ich ihn getroffen. Es ist wirklich schwerer, ihn mit Pfeil und Bogen zu treffen. Deswegen rate ich euch, nehmt das Schild und pariert. So, zweites Bein ist kaputt. Das macht ihn nochmal so ein bisschen stationärer. Und das Ganze nochmal. Also haut seine ganzen Beine weg, wenn es drauf ankommt. Versteckt euch unter ihm, weil dann findet er euch auch nicht. Und so einfach ist die Kiste. Es ist nicht schwer. Wirklich. Es ist echt nicht schwer, ihn zu besiegen. Er ist zwar schwerer als der stationäre, aber das war's. Und zack, gönnt euch das mal. Und jetzt hat er nur noch zwei Beine, glaube ich, ne? Ist das krass oder ist das krass? So, nochmal anvisieren. Fuck. Ne, also man sieht, es ist nicht so einfach, ihn damit Pfeil und Bogen abzutreffen. Gerade wenn ihr es könnt, okay. Aber
ich als jemand, der immer so mit dem Gyrosensor arbeitet und immer so vorsichtig ist, der bewegt sich so hin und her und bewegt seinen Kopf. Das macht's schwieriger. Nutzt euer Schild, pariert den Scheiß. Das ist das Beste. Wissen Sie Bescheid. Gut, wenn Ihnen das Video gefallen hat, wenn Sie jetzt daraus schlauer geworden sind, aus diesem Video, hinterlassen Sie einen Daumen hoch und wenn ihr hier neu seid und mehr von Zelda Bride of the Wind, wie ein Drachenlord sagen würde, sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, würde mich freuen. Ne? Das Video ist auch nur dazu da gewesen, um euch zu zeigen, wie man diese Wächter besiegen kann, was sie für Schwachstellen haben und um euch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Auch wenn es wirklich so ist, Respekt sollte man vor den Dingern haben, weil die auch manchmal unberechenbar sind. Manchmal schießen sie zweimal mit ihrem Laser auf dich drauf, manchmal einmal. Das ist ein bisschen komisch. So, komm. Das ist ein bisschen komisch, aber ansonsten ist es halt echt easy. So, noch einmal zum Ende hin die Schildfunktion. Und wir warten einfach ab. Also, spielt Pussy, das ist kein Problem. Wartet auf seine Reaktion ab. Zack und pariert und zack. Und ihr seht auch schon, wie viel Schaden er davon bekommt. Also, es macht echt mehr Sinn, ihn durch Schildparierung zu besiegen. Wobei das aber mit dem Timing auch nicht immer so geil ist. Das muss ich ganz klar sagen. Man muss wirklich im richtigen Moment da zuschlagen und dann klappt das auch. Das wär's. Also es ist halt wirklich, auch wenn ihr vielleicht einmal getroffen werdet, habt eine Feder dabei, dann ist das okay. Ne? Also Equipment für heute eigentlich nur ja, ein Pferd und ein Schild. Und Pfeil und Bogen. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht. Und als Belohnung bekommt ihr auch dann vielleicht mal das hier. Der antike Reaktorkern. Eine sehr, sehr seltene, ein sehr seltener Gegenstand. Wissen Sie Bescheid. So, das war das Video. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Angst nehmen. Ich weiß gar nicht, warum ich sie sieze, aber okay. Ja, dann bis zum nächsten Zelda-Video, ne? Ich hoffe, Sie wurden schlauer aus den Kämpfen. Wissen Sie Bescheid. Haben Sie keine Angst. Ich bin Julia Leischik und ich suche, die Angst von Ihnen und finde sie und lösche sie weg. Wissen Sie Bescheid. Haut rein. Ciao.